Queridas amigas, queridos amigos de Venezuela, vielen Dank für eure Solidarität. Muchísimas gracias por vuestra solidaridad. Venezuela ist seit jetzt 20 Jahren zu einer Obsession für alle Regierungen der USA geworden. Alles begann, als die damalige US-Außenministerin Madeleine Albright kurz vor den Präsidentschaftswahlen im Jahre 1998 klarstellte, dass, und ich zitiere, die USA nicht zulassen werden, dass Chavez die Wahl gewinnt. Das ist Demokratie made in USA. Nun, das venezolanische Volk hat gezeigt, wie eine Einheit der Stärkere ist. Aber seit der Regierungsübernahme von Hugo Chavez im Jahr 1999 erklärte die USA praktisch den Krieg, unterstützte eine große Offensive, die an allen Fronten eingesetzt wurde, um diesen politischen revolutionären Prozess zu zerstören. Die Monroe-Doktrin von 1823, Amerika für die Amerikaner, heute aktualisiert mit America First, wird als Rechtfertigung dazu genommen. International sichtbar wurde es im April 2002 in einem Putsch mit Entführung des Präsidenten Chavez. Auch damals wurde der Putschpräsident 48 Stunden lang von Washington gefeiert und fast von denselben Regierungen, die heute den Präsidenten Nicolas Maduro ablehnen, applaudiert und mit einstimmigem Beifall der internationalen Presse. Demokratie made in USA. Es gelang dank der Einheit, Organisation und Tapferkeit des venezolanischen Volkes in zivil-militärischer Einheit den Putsch zu zerschlagen und die Macht zurückzugewinnen. Begann eine bis heute lange Periode der Konterrevolution der proimperialistischen und faschistischen Opposition mit vielen Toten und Verletzten, die von Terroranschlägen, Verbrechen, Übergriffen und anderen kriminellen Handlungen, die als Guarimbas bekannt wurden, gekennzeichnet waren. In Venezuela hat sich am 23. Januar 2019 ein Abgeordneter selbst zum Übergangspräsidenten Venezuelas erklärt. Ohne Wahl, Demokratie made in USA. Sofort wurde er von Donald Trump und rechten Regierungen der Lima-Gruppe als Präsident anerkannt. Ohne Wahl. Auch Regierungen der Europäischen Union haben angekündigt, ihn anerkennen zu wollen. Ohne Wahl. Demokratie made in Europe. Die zur Rechtfertigung des Putsches und zur Anerkennung des selbsternannten Präsidenten durch den imperialistischen Staaten vorgebrachten Argumente sind haltlos. Die Kritik an einer Regierung und ihrer Wirtschaftspolitik kann kein Grund für eine ausländische militärische Intervention sein. Zudem wird die Krise in Venezuela durch die kriminellen internationalen Strafmaßnahmen der USA und der Europäischen Union gegen Venezuela weiter verschärft. Die USA und die Europäische Union verhindern den Import von Lebensmitteln und Medikamenten. Sie provozieren die humanitäre Krise, eine kriminelle Verletzung der Menschenrechte. Hands off Venezuela, Hände weg von Venezuela. Wir wollen keinen Krieg und keinen Bürgerkrieg. Wir kämpfen für Frieden und soziale Gerechtigkeit. No pasarán. Wir brauchen eure Solidarität. Patria muerte, venceremos.